lange bevor der Winter oder auch Weihnachten in Land kommen, habe ich, glaube ich, jetzt schon mein Buch 2.13 gefunden. Es ist Fest der Schlangen von Stephen Dobins. Das sind natürlich Worte weit aus dem Fenster hinausgelehnt. Ich behaupte aber, mit festgehalten und ohne zu kippen, ist das vollkommen in Ordnung. Ich begründe ja auch, warum ich so begeistert bin. Wochen nach Lesen von Das Fest der Schlangen, in dem Moment, wo ich das Buch in die Hand nehme, wo ich was nachgucke oder drüber nachdenke, mich erinnere, kriege ich nach wie vor eine Gänsehaut. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, in diesem Fall zumindest. Bei ein paar schon länger im Genre sich tummelnden Lesern, Leserinnen wird Stephen Dobins vielleicht noch so leise Glocken wachrufen. Wir deutsche Menschen kennen ihn so Ende 99, 1998, vielleicht noch 2000, wurden ein paar seiner sogenannten Saratoga-Krimis veröffentlicht, auch zwei, drei eigenständige Kriminalromane. Danach aber gar nichts mehr. Ich muss auch gestehen, ich habe Stephen Dobins schändlicherweise vergessen, eben weil ich nie wieder etwas von ihm gehört habe. Heute weiß ich auch warum. Stephen Dobins hat fleißig und weiter geschrieben, allerdings im Fach Lyrik. Das ist ein bisschen anders als das Genre Kriminalroman, habe ich auch nicht so ganz meinen Fokus drauf, deswegen ist mir das einfach untergegangen. Im Januar 2013 denke ich dann, mich trifft der Schlag. Ankündigung, Hardcover, Stephen Dobins, Burn Palace. Dachte ich, Wahnsinn, den gibt's noch. Bisschen nachgeforscht, hey, ist sogar ein Krimi. Und dann kommt die Verlagsankündigung, C. Bertelsmann bringt den Roman und ich denke, großartig, warum nicht immer so? Den Inhalt von Das Fest der Schlangen wiederzugeben, ist quasi unmöglich. Wer das versucht, zumindest in Beiträgen von 1, 2, 3 Minuten, ist zum Scheitern verurteilt. Er vergisst sowieso irgendwas Wichtiges. Deswegen kann man das meiner Meinung nach reduzieren auf, der Roman spielt in Brewster, ein eher kleines Kaff, Rhode Island. Dinge geschehen, teilweise sind es Verbrechen, teilweise auch unerklärliche Sachen. So ein Hauch Mystik wabert auch durch das Fest der Schlangen. Was Stephen Dobins, der Autor, aber daraus macht, wie er den Leser packt, mitzieht, schüttelt, das ist an der Grenze der Großartigkeit und ein Highlight dieses Jahres. Ich glaube auch ganz breit zu empfehlen, ganz breit einsetzbar. Man muss kein Stephen King-Fan sein oder ähnliches. Es kann aber auch nicht schaden. Lassen Sie sich ganz einfach von Das Fest der Schlangen überraschen. Sie werden überrascht sein. Ich bin mir ziemlich sicher, nur im Positiven. Ein ganz besonderer Text, ganz besondere Sprache, meiner Meinung nach exzellent von Rainer Schmidt ins Deutsche übertragen bei diesem Buch. Das ist keine kleine Aufgabe gewesen und ja, wenn ich könnte, dann würde ich jetzt nochmal 3,5 Minuten schweigen, um Ihnen zu zeigen, wie toll ich diesen Roman finde, aber das wird die Redaktion wieder ablehnen. Von daher sage ich einfach, Fest der Schlangen ist jetzt schon mein Buch 2.13 und es müsste einfach und eigentlich auch ausreichen, oder? Gut.